So, und damit hallihallo und willkommen zurück hier zur vorerst letzten Folge Busmechanik-Simulator. Je nachdem, was ihr wollt, schauen wir uns jetzt nochmal die Folge hier an. Wir werden uns hoffentlich heute unser zweites Tool holen und dann ja mal gucken. Auf jeden Fall ist wieder vorne das kaputt. Ich finde halt auch immer, das wiederholt sich halt immer so relativ zügig schnell. Oh, jetzt bin ich mal Schluck auf. Ja, fantastisch. Ja, heute müsste meiner Meinung nach Samstag sein. Samstag schon wieder, Leute. So, können wir das hier schon mal wieder aufmachen. Das war ja wieder links, ne? Nee. Leider nicht. Er hat nur gemeldet. So, schauen wir mal. Aber ist wieder links, ja. Okay. Gut, ist hier auch. Oder ist hier ganz? Hier ist ganz. Okay. Also genau wie bei dem anderen. So. Wenn wir jetzt erstmal hier kurz mal hier ein bisschen rangehen. So. So, da kann die Glühbirne hier auch schon raus. Dann du raus, du raus und du raus. Sehr schön. Und ja. Aufstehen. Beleuchtung mal da hinten in der Ecke. Links. Und dann wollen wir das mal wieder rantüfteln. Weißt du, weil hier musst du zum Beispiel nicht die Schrauben auswählen vorher. Das finde ich dann auch überflüssig, dass man es beim Reifen immer machen muss. Meine persönliche Meinung. So, das war schon wieder. Fertig. Ja, ab damit. Schneller kann man es wohl nicht machen. Innerhalb von 3 Minuten, nicht mal 3 Minuten. So läuft das. Ja, wie gesagt, also wenn ihr mehr sehen wollt, lasst so viele Likes wie möglich da. Ihr müsst nicht mal was reinschreiben, lasst einfach nur Likes da. Wenn wir eine bestimmte Anzahl schaffen an Likes. Was ich. So, 100. Ah, guck mal, wir können uns jetzt die zweite Tasche holen. Kartusche und wieder. Ja, ja. Sagen wir mal, wenn wir hier diese 20 Likes schaffen, dann machen wir hier weiter. Dann weiß ich, dass da zumindest 20 Leute Interesse daran haben, hier auf jeden Fall weiter zu gucken. Und wenn nicht, dann beenden wir das Projekt denn hier. Meine, es würde wahrscheinlich denn, wenn man oh, guck mal. Oh. Wir können jetzt das und das mitnehmen. Zwei. Ne, mach mal eins das bitte und zwei das hier. Geil! Achso, das war wieder vorne und die Kartusche war es wieder. So, haha, jetzt guck, jetzt kann ich hier einfach wechseln. Perfekt. Demontieren bitte. So. So, ich habe die Glühbirne noch nicht rausgenommen. Das ist aber auch doof hier gemacht hier. So, was war jetzt noch? Ah, ich bin der Vollidiot. Ich habe nicht mal nachgeguckt, ob es das überhaupt ist. Ja, siehst du, das war es nämlich gar nicht. Mmh.
Das war die andere Seite. Hier hapert der zum Beispiel nicht drüber, ja? Also das ist ein bisschen. Also es sind halt noch viele Bugs drin hier. Bitte, ist in Ordnung. Ist schon wieder so ein Bug, wa? Beim Fernlicht. Also da haben wir sie. War die kaputte, ne? Das war die kaputte. So, jetzt können wir das mal zumachen hier. So, was war das andere? Die Kartusche, das war wieder. Nee. Ah, doch. Doch, doch. Das war doch wieder das andere gewesen. Ja, du kannst es demontieren, du musst dich also aufschreiben. So. Also brauchen wir jetzt. Wollen wir dazu gucken? Mann, er verarscht mich jetzt gerade. Inventar bitte. So, das ist eine ganz normale Leuchte, die wir brauchen. Wo war die Kartusche? Warte mal hier, Ersatzteil A5. Ich wollte nämlich auch gucken, wo die Teile nämlich immer hin sind. Oh, jetzt kann ich hier nicht rüberspringen. Oh, jetzt kann ich nicht rüberlaufen. Ach, Mensch, Leute. Was ist hier nur los? So, rein damit. So, das soll es gewesen sein. Diesen Auftrag als beendet markieren. Ja, man sollte natürlich auch mal gucken. Ja, nicht immer davon ausgehen, dass es halt immer die gleiche Stelle ist.
Das habe ich natürlich komplett übersehen. So schön. Okay, dann haben wir jetzt das letzte. Machen wir jetzt noch das Ding jetzt hier. Dann haben wir es. So. Auf jeden Fall wieder eine ganze Latte an Baustellen. So. Und wir fallen erstmal direkt runter. Großartig. Also, was haben wir jetzt? Fangen wir erstmal an. Der Fahrer, defektes Relais, der Hauptschalttafel. Aha, okay. Proportional Release Ventil, Radbremsenschlauch vorne rechts. What? Aha. Reifen. Dass der Bus permanent nach rechts zieht. Ah ja, okay. Also, hui. Ja. Boah, da muss ich jetzt hier echt alle durchgehen. Nee, muss ich nicht, weil da ist. Das eine sieht man. So, demontiert. Okay. Schraubendreher. Oh nein, jetzt brauchen wir einen Schraubendreher. Ist das denn ernst? Okay, weiß ich jetzt nicht, wozu, warum jetzt nicht schon wieder Schraubendreher. Die zweite Sache war gewesen. Ach genau, es war unten. Das da. So, dann die Vorderreifen müssen gewechselt werden, genau. Weiterschieben. Zack, erstmal alles hier abschrauben. So. Oh. Das war so klar. Montieren. Hier, das hier, ne? Also, das hätte man sich auch sparen können. Weißt du, bei den anderen musst du ja auch nicht voll die Schraube auswählen. Aber da gibt es bestimmt eine Aufgabe, dass du bestimmt hier eine bestimmte Schraube hier finden musst oder sowas.
Gut. Dann zack. Okay. Dann haben wir zumindest das schon mal fertig hier. So, das müssen wir dann auch schnell mal überprüfen. Was denn der Hinterreifen sagt. Hä? Wie jetzt? Wir haben den Bus immer losgeschickt, ohne dass wir die Reifen voll aufgepumpt haben? Läuft, würde ich sagen. Läuft. Dafür gab es keinen Punkt Abzug? Gut, dann haben wir die Reifen schon mal geklärt. So, Lenkung. Warte mal, wir machen es jetzt mal anders. Wir gucken mal ganz schnell mal nach. Druckluftschlauch und ein Relais. Druckluftschlauch. Und wo finden wir das Relais? Das müsste doch ein bisschen Glück hier rumliegen, oder? Ja, aber cool ist, immerhin, Lenkraddeckel. Nee, hier ist nichts. Schon wieder irgendwas gekauft hier. All das mit dem super listig. Gut, das muss hier liegen. Da haben wir es. So, du bist dran. So, toll. Das Werkzeug auswählen, das ist das passende. Okay, das war's, ne?
nur nach. Ja. 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 Alles geklärt hier. Axel, man muss. Oh. Gut. Leute, das soll es gewesen sein. Also, eure Aufgabe, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn wir dann bis zur nächsten Stufe noch spielen wollen, dann unbedingt ja, den Like-Button drücken. Ja? Nur dann sehe ich, dass ihr mehr sehen wollt. Ich setze jetzt hier mal eine Zahl von 20 an. Ja, wenn es natürlich mehr wären, dann umso besser. Ne? Dann weiß ich auf jeden Fall, dass es noch Leute gibt, die hier gerne mehr sehen möchten. Ja, ich mache sowas immer sehr ungern, aber ich weiß halt auch, dass der ein oder andere da vielleicht nicht hinguckt. Okay, wir kriegen hier irgendwie minus 50 Punkte, weil der Bus permanent nach rechts bremst, nach rechts zieht. Haben die Reifen aufgefüllt. Ja, vielleicht die Lenkachse vielleicht doch kaputt. Könnte vielleicht auch noch sein. Naja, soll das jetzt nicht stören. Ja, genau. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst den Like-Button da, sonst beenden wir das Projekt jetzt hier. Haben das Ganze jetzt in 2 Wochen am Stück jetzt hier gebracht und ja, von daher eigentlich das Spielprinzip soweit gezeigt, verstanden und so weiter und so fort. Ne, haben wir dann hoffentlich auch gut übermittelt, vermittelt und ja, also von meiner Sicht her besteht jetzt hier kein Bedarf mehr, das Ganze jetzt aufzunehmen. Vielleicht, ich werde es wahrscheinlich noch so im Offscreen weiterspielen oder so immer mal so wieder so ein paar Minütchen. Aber zu groß Let's Play will ich das jetzt nicht, seit denn, wie gesagt, von euch ist gewünscht, dass ihr mehr sehen möchtet, dann setze ich mich da natürlich ran und versuche das Ganze in der Let's Play Woche immer so einzuarbeiten. Aber dann halt auch nicht natürlich jeden Tag eine Folge Busmechanik-Simulator. Aber wie gesagt, hängt jetzt an euch, hängt, wenn wie gesagt, mindestens 20 Likes jetzt hier zurechtkommen, dann machen wir weiter, wenn nicht, ja, verabschiede ich mich auf jeden Fall. Bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe, euch hat das Let's Play gefallen hier zum Busmechanik-Simulator und wir sehen uns dann natürlich bei den vielen anderen Projekten, die wir hier auf dem Kanal haben, wieder. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und von daher verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.